Moin moin zusammen, eigentlich bin ich eine Person, die versucht immer fair zu bleiben. Demnach kritisiere ich zwar Creator für bestimmte Dinge, die sie getan haben, aber wenn es Verbesserungen gibt, versuche ich auch das aufzuzeigen in meinen Videos. Das wurde mir jetzt jedoch im Fall von der militanten Veganerin zum Verhängnis. Ich hatte das Ganze ebenfalls auch schon auf Instagram gepostet. Ich habe mein Video zu Raffaela gelöscht. Doch was ist überhaupt passiert und weshalb habe ich genau diese Entscheidung getroffen? Erstmal vorab, am 17.01. habe ich ein Video zu Raffaela hochgeladen und ihre positive Entwicklung innerhalb der letzten 1 bis 2 Monate angesprochen. Sie hatte sich dabei in ihrem Verhalten meines Erachtens nach verbessert, wenn man das vergleicht zu September letzten Jahres. Und das wollte ich einfach fairerweise aufzeigen und hatte da jetzt gar keinen schlimmen Hintergedanken. Denn mir geht es ja in meinen Videos nicht hauptsächlich nur darum, dass man irgendwie auf andere Leute draufhaut und diese die ganze Zeit nur kritisiert und denen keine Chance gibt, sich zu verbessern. Nein, ich möchte natürlich auch irgendwo eine Entwicklung aufzeigen. Nun sind aber genau nach meinem Video Dinge über sie geleakt worden, mit denen ich mich zu keinem Prozent identifizieren kann. Ich muss auch an der Stelle zugeben, dass ich in meinem Video den Aktivismus von Raffaela viel zu sehr verharmlost habe, denn sie hat auch im letzten Monat bzw. auch im vorletzten Monat Vergleiche gebracht, hinter denen ich ebenfalls nicht stehe und die auch nicht fit gingen. Entschuldige schon mal dafür, das hätte ich mit erwähnen müssen. Doch wie kam es jetzt eigentlich zu den Leaks und was ist überhaupt passiert? Nach meinem Video zu Raffaela wurde ich schon das erste Mal direkt angesprochen, dass es doch Discord-Nachrichten gäbe von Raffaela, aber da wurden nur 1, 2 Nachrichten geleakt und das hat für mich noch keinen Grund gegeben, jetzt das Video direkt zu löschen. Doch im Anschluss häuften sich Ereignisse und immer mehr Details kamen ans Tageslicht und ein kleiner Creator namens Tilted Floste lud ein Video hoch mit dem Titel Exposed, die militante Veganerin. Hierbei hat er nochmal sämtliche Situationen aufgelistet, die super verwerflich sind. Und genau die Masse an Dummheit, die hierbei exposed wurde, hat mich dazu gebracht, mein Video offline zu nehmen. Ich hatte erst überlegt, ob ich überhaupt auf diesem Kanal ein Video mache oder ob ich einfach nur mit meinem Reaction-Kanal auf das Video von Tilted Floste aufmerksam mache. Aber ich glaube, es ist nur fair, meinen Fehler hierbei einzuräumen und der Sache Aufmerksamkeit durch dieses Video zu schenken. Deshalb hört euch jetzt auch super gern die Sachen an, die ich in diesem Video erzähle. So ziemlich alle Informationen, die ich jetzt hier in dieses Video bringe, habe ich von dem Creator Tilted Floste übernommen, weil es dazu nicht noch mehr zu sagen gibt. Und wichtig, geht jetzt und auch nach dem Video rüber zu seinem Kanal, liked das Video, kommentiert das Video, pusht das nach oben. Denn sein Video ist super stark und sehr, sehr ausführlich. Und ich werde in meinem Video die ganzen Punkte, sage ich mal, eher zusammentragen. Aber die ausführliche Version mit noch mehr Punkten findet ihr bei ihm. Starten wir nun mit ihren Discord-Nachrichten, welche sie öffentlich auf ihrem veganen Dreamland-Server schrieb. Dort taucht nämlich ziemlich komische Nachrichten auf. Und anfangs dachte ich, dass es ein Troll sein muss. Aber nein, tatsächlich ist die militante Veganerin die Besitzerin des Accounts. Und da kamen Nachrichten wie diese ans Tageslicht. Leute, ich habe gerade etwas Lustiges herausgefunden. Circa 1% der Bevölkerung leidet an einer Form der multiplen Persönlichkeitsstörung, aber unter 1% der Bevölkerung ist trans. Das heißt, eigentlich sollten wir uns weniger um Pronomen wie er, sie streiten, als um Pronomen wie er, sie, sie. Glaube auch, setze mich jetzt für multiple Toiletten ein, jede meiner Persönlichkeiten will eine andere Schüssel und vormittags will ich mit dem Pronomen er, ihm angesprochen werden, nachmittags mit chi, chim und abends mit hoheitlichem Plural, weil einer meiner alter Egos ist König. Also ich weiß nicht, wer ihr die falschen Tabletten verabreicht hat. Aber was ist das für eine vollkommen verdummte Nachricht? Sie macht sich halt hierbei offensichtlich über Transpersonen lustig, vergleicht es dann noch mit multiplen Persönlichkeitsstörungen und es könnte halt 1:1 von einem durchschnittlichen Bildleser kommen, diese Argumentation. Als Raffaela das sah und darauf angesprochen wurde, dass es ziemlich transfeindlich rüberkommt, schrieb sie dazu: Wo ist das transfeindlich? Live-Debatte, bevor ich hier verleumdet werde, aber sowas von. Braucht man nicht, denn ja, Raffaela, diese Nachricht ist offensichtlich transfeindlich, wenn man behauptet, dass man jederzeit seine Identität wechselt als Transmensch. Weitere Nachrichten, die man auf ihrem Discord-Server sah, waren folgende. Catcalling und Dickpics sollten nicht verboten, verpönt sein. Jetzt könnte man natürlich denken, dass das offensichtlich von einem Troll kommt, beziehungsweise die Nachricht einfach nur Spaß war. Aber nein, Raffaela verteidigte ihre Nachrichten weiterhin und schrieb dazu noch folgendes. Wie ist ein lautes Kompliment machen Belästigung? Dann schrieb jemand, boah, geile Titten, Alte, ist okay. Daraufhin meinte sie, warum nicht? Es gibt Leute, die können literarisch keine besseren Komplimente formulieren. Ist denen deshalb spontane Äußerungen und Komplimente Flirt zu verwehren, nur weil sie keine Goethes in bescheidenen Flirtsprüchen sind? Man hat hierbei echt das Gefühl, dass ein Bot diese Nachrichten geschrieben haben muss. Aber sie meint es scheinbar wirklich ernst. Also sind laut ihr solche belästigenden Sprüche voll süß und wertschätzend gemeint, weil sie halt von dummen Menschen kommen und sie ja nichts dafür können, dass sie sich so ausdrücken. Nice. Naja, also wenn Raffaela das wertschätzend findet, dann weiß ich persönlich auch nicht mehr weiter. Aber wer solche Nachrichten schreibt, der tut mir ohnehin leid. Ich sage immer, solange die Personen nicht vegan sind, hoffe ich, dass sie im Schredder landen.
landen. Das bedeutet, dass ich ihnen das nicht mehr wünsche, wenn sie vegan werden. Diese Kükenschredder-Meinung ist sie übrigens des Öfteren. Und nur zur Info, diese Frau ist gelernte Ärztin. Aber noch absurder wurde es, als sie meinte, dass es ihr egal sei, wenn ihre Mutter stirbt. Denn ihre Mutter ist keine Veganerin und unterstützt sie nicht genug bei ihrem Aktivismus und möchte sie gar nicht so richtig verstehen. Demnach brach sie dann übrigens auch den Kontakt zu ihrer Familie ab. Glaubst du, deine Mutter liebt dich? Was heißt das? Was heißt dieses leere Wort? Hast du schon mal Liebe gespürt? Leon, ich kann gar nichts mit so einem leeren Begriff anfangen. Was ist, wenn ich dich liebe, aber deine Werte so gar nicht respektiere, gegen deine Werte handle und auf nichts stolz bin, also auf die Werte, die ich in dich reingepflanzt habe? Dann ist das, was ist Liebe? Liebe heißt jemanden unterstützen. Liebe heißt nicht gegen den anderen kämpfen. Wenn du mit deinem Geld Schlachthäuser baust, während ich mit all meiner Energie dafür sorge, dass Schlachthäuser... Aber du kämpfst doch gegen deine Mutter. Natürlich, ja, sicher. Wenn du Geld dafür ausgibst, Schlachthäuser zu bauen und sagst, das sind ja nur Objekte und ich sage den ganzen Tag, stopp, Schlachthäuser bauen, das sind keine Objekte und dann versuchst du das der anderen Person zu erklären und dann sagt sie weiter, ich liebe dich, aber Schlachthäuser bauen, was heißt dann Liebe? Ja, steck dir deine Liebe sonst wohin. Schmeiß sie in den Kükenschredder. Ja, ich will sie nicht. Möge Gott bewahren, aber wenn deiner Mom irgendwann was passieren sollte, würde das dich gar nicht jucken. Wäre dir egal? Wow. Ey, das kann wirklich nicht sein. Stell dir vor, du ziehst dein Kind groß, sie wird sogar Ärztin und du liebst dieses Kind. Und hörst dann in einem öffentlichen Interview, dass es ihr egal sei, wenn du stirbst. Was soll denn bitte diese ekelhafte Aussage? Da fehlt es komplett an Respekt und Vernunft, wenn ihr mich fragt. Aber gut, ich kenne jetzt auch nicht das Verhältnis zwischen Raffaella und ihrer Mutter. Vielleicht hatte das Ganze ja auch noch andere Gründe, die vorgefallen sind. Aber aus dem Interview schien schon hervorgegangen zu sein, dass es aufgrund der Einstellung ihrer Nahrung zur Distanz gegenüber ihrer Mutter kam. Ein weiterer Punkt, den ich ebenfalls sehr kritisch finde, ist das Zusammenführen ihrer Community mit der rechten Bubble. So pushte sie durch ihre polarisierende Art, beispielsweise Kanäle wie Schlomo, Achse Ost-West und so weiter. Und damit wurden Leute animiert, ebenfalls in diese Bubble einzutauchen und auch diese Menschen finanziell zu unterstützen. Sie bezeichnete dann beispielsweise Achse Ost-West als Held, obwohl seine politische Einstellung, sag ich mal, ziemlich schwierig ist. Auf dem veganen Dreamland-Server wurde dann noch von einem Zuschauer Folgendes geschrieben. Ich habe gerade das Video von Feroz gesehen. Wie es aussieht, könnt ihr jetzt wohl auch bei den rechten Fuß fassen. Ist vielleicht ein interessanter Schritt. Ich denke, davon können beide Bubbles profitieren. Also ganz schwierige Nummer, sich mit der rechten Bubble zu connecten, um dann davon profitieren zu können. Gerade Menschen aus dem rechten Lager versuchen immer in den Diskurs zu gehen, egal bei welcher Diskussion. Und das natürlich nur, um weitere Menschen auf ihre Seite zu ziehen. Da wäre es egal, ob das Veganismus oder irgendein anderes Thema ist. Sonst würden vermutlich auch bekennende Nazis keine Videos mit einem Scharo von Biskitchen oder Tom Supreme drehen. Damit das Video hier aber jetzt nicht allzu lang wird und ausufert, kürze ich einfach mal das Kapitel Speziesismus ein bisschen ab. Tilted Floste hat das aber super in seinem Video ganz ausführlich erklärt, also Props auch nochmal an ihm. Laut Raffaella ist ja jedes Tier gleich viel wert. Das hat sie jetzt schon so oft erwähnt, ich glaube jeder weiß es mittlerweile. Keines sollte benachteiligt oder absichtlich getötet werden. Darum geht es ja im Speziesismus, die Tiere sind gleich viel wert. Außer bei Spinnen. Denn da schrieb sie letztes Jahr Folgendes. Bei Spinnen habe ich nicht so das Problem, die zu töten, wenn es schnell geht, da sie Karnivor sind. Also nur zur Info, Karnivor bedeutet, wenn sich Tiere, Pflanzen und Pilze ausschließlich oder hauptsächlich von Fleisch ernähren. Demnach müsste sie auch kein großes Problem haben, wenn man Raubkatzen oder auch beispielsweise Wölfe einfach tötet, weil sie halt karnivore Tiere sind. Oder habt ihr schon mal einen Löwen gesehen, der sich nur von Pflanzen ernährt? Ich glaube tatsächlich nicht. Nice Einstellung auf jeden Fall, genau so funktioniert Speziesismus. Nicht. Die Sache, die dann das Fass zum Überlaufen gebracht hat, sind dann noch ihre Vergleiche zum Holocaust. Die versucht immer wieder, das Leid der Tiere mit dem Leid der Juden im Dritten Reich zu vergleichen. Und das ist meines Erachtens nach einfach pietäts- und auch sehr respektlos. Wie schon Tilted Floste komplett richtig meinte, man sollte kein Leid mit einem anderen Leid vergleichen, um vor allem diese Problematik anzusprechen. Denn die Grausamkeit wird schon bei der Beschreibung der Massentierhaltung eigentlich ganz klar aufgezeigt. Das und noch weitere Punkte haben dazu geführt, dass ich mein Video zu ihrer Entwicklung offline genommen habe. Denn keine ihrer genannten Punkte sind mit meinem Moralverständnis übereinstimmend. Und demnach möchte ich ihr hier keine positive Plattform mehr schenken. Ganz im Gegenteil, bei so viel Müll wende ich mich lieber von ihr ab. Und es tut mir leid, dass ich offensichtlich ein viel zu gutes Bild über sie gezeichnet habe in meinem Video zu ihr. Jetzt wisst ihr aber immerhin Bescheid, warum ich das Video offline genommen habe, warum ich auch mittlerweile so über sie denke. Ich hoffe, damit konnte ich alle Fragen beantworten. Und bitte schenkt dem Video von Tilted Floste die ganze Aufmerksamkeit. Klickt bitte auf den Link in der Beschreibung, das würde mich riesig freuen und lasst uns unbedingt ein Like da. Ohne ihn wäre das Ganze nicht so groß geworden. Ohne ihn hätte ich dieses Video vermutlich nicht gemacht. Und wäre auch zu dieser Erkenntnis gekommen. Und deswegen auch ein großes Dankeschön an ihm. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Denkt nochmal drüber nach über die Worte, die ich gerade verloren habe. Und damit macht's gut und haut rein.